Der nächste Mann, den wir jetzt hier auf der Bühne begrüßen dürfen, der ist ganz, ganz vieles auf einmal. Der ist Mundharmonika- und Dudelsackspieler. Der ist Fachhochschuldozent für Stadt- und Raumplanung. Der ist, wie ich gestern erfahren habe, sehr, sehr erfolgreicher ehemaliger Wer wird Millionär-Teilnehmer. Ich weiß sogar, bei welcher Frage er rausgeflogen ist. Vielleicht haben wir später noch Zeit. Und vor allen Dingen ist er, und jetzt kommt's, promovierender Promenadologe. Das habe ich ganz, ganz oft geübt. Begrüßt mit mir ganz, ganz herzlich Stefan Peter Andres. Ah, danke. Promovierender Promologe, also noch nicht promoviert, sondern ja, promovierender Ja, jetzt kann ich schon wieder nicht mehr. Okay, the stage is yours. Ich finde dein Hilfsmittel jetzt schon sehr charmant. Danke. Viel Erfolg, viel Spaß. Ja, hallo. Ich bin von der Initiative für urbane Spaziergänge, Spaziergangswissenschaften Erfurt. Das heißt nicht nur ich, sondern wir sind das. Frank Mittelstädt, das ist der Mann, den man da sehen kann. Und dadurch, dass Frank nicht kann und nicht da ist, ist ein Praktikant heute da. Simon Wagner, ein kurzer Applaus für ihn. Wir sind heute irgendwie beim Science Slam mal angetreten, um Spaziergangswissenschaften vorzustellen. Spaziergangswissenschaft? Hä? Wie geht das denn zusammen? Ich versuch's. Lucius Borchardt, ein Schweizer Soziologe, begründete die Spaziergangswissenschaften, Promenadologie oder im Englischen Strollology, in den 1980er Jahren. Er hat das immer als Orchideenfach, als Nebenfach bezeichnet und hat sich immer total gefreut, wenn die Leute dann so ein Lächeln, das sehe ich auch bei euch, auf dem Gesicht haben. Ja. Borchardt hat mit der Spaziergangswissenschaft den klassischen Wissenschaftsbegriff herausgefordert. Spaziergangswissenschaft ist paradox an sich. Ja. Auf der einen Seite Spaziergang als umherschweifender, alltäglicher, oft ziellose Praxis der Welterfahrung. Auf der anderen Seite die Wissenschaft als fundierte, vernunftbegleitete Suche nach zielorientierter Erkenntnis. Spazieren ist nicht nur einfach von A nach B gehen. Ja. Es bedeutet umherschweifen, mit wachem Blick Zwischenstationen zu suchen, wahrnehmen, ja, und das für sich einordnen. Spazieren ist Fortbewegen. Ja, klar, es gibt viel modernere Fortbewegungsmittel, Auto, Flugzeug. Ja, aber all die sind viel zu schnell, um wirklich wahrzunehmen. Ja, und deswegen spazieren. Spazieren frisst Zeit. Spazieren ist die zeitaufwendigste Methode des Fortbewegens. Und Wissenschaft? Ein Medizinlexikon bezeichnet die Wissenschaft als Erforschen von Zusammenhängen, das Erweitern von Wissen sowie die Weitergabe des Erforschten. Ja? Neues finden, probieren und gegebenenfalls Gefundenes korrigieren. Ich mache jetzt etwas, was man als Wissenschaftler nicht macht. Ich zitiere Wikipedia, aber ich fand es einfach total genial. Ja? Wikipedia sagt, Wissenschaft, der Begriff ist so kurz gehalten, ja, damit ihn auch wirklich jeder begreift. Die Setzung Borchardts Spaziergang ist also eine ziemlich geniale Lösung. Ne? Das Zusammenführen von Spazieren zur Wahrnehmung im Städtischen und die Wissenschaft, also das finde ich schon mal einen ziemlich genialen Coup. Spaziergangswissenschaft Erfurt. Ja. Spaziergangswissenschaft Erfurt hat einen Schlachtruf. Rock and Stroll. Das ist wichtig, weil ihr müsst ihr nur ab und zu mal machen. Ja? Also die Hand so nach oben. Ja? Und Rock and Stroll. Wir üben. Rock and Stroll. Genau. Wird wichtig werden. Ich habe eine Folie vergessen. Ach, da ist sie. Ah ja, damals. Ja. Also wenn das Zeichen kommt, ja, Rock and Stroll. Ja. So, jetzt steht bitte mal auf. Hey, ich habe nur 10 Minuten. Steht mal auf. Die erste Reihe dreht sich zur zweiten um, die dritte Reihe zur vierten, die fünfte Reihe zur sechsten und so weiter und so weiter. Und? Wie ist das? Fühlt ihr was? Augenzucken? Ist das Gegenüber nett? Ja, und jetzt bitte nicht flirten. Ich habe nur 10 Minuten, das könnt ihr dann nachher weitermachen, ja? Okay. Danke an alle, die sich umgedreht haben. Bleibt mal noch kurz stehen. Ja? Denn etwas sage ich jetzt, was ich nie gedacht hätte, jemals zu sagen. Bitte nehmt Platz. Wir spazieren jetzt. Spazieren im Sitzen, ist das nicht toll?
Spaziergangswissenschaften. Ich versuche nun stehend, ihr sitzend, euch laufend, Schritt für Schritt zu erklären, was dann eigentlich passiert. Ich versuche so eine Art Metaspaziergang. Wollte ich immer schon mal machen. Metaspaziergang, geil. Also die Bilder, die ihr seht, ja, das sind Bilder, die euch eigentlich beim Spazieren, beim Laufen begegnen. Spaziergangswissenschaft ist unkommerziell. Spaziergangswissenschaft ist gesundheitsfördernd. Spaziergangswissenschaft ist aufklärend. Spaziergangswissenschaft ist kritisch. Spaziergangswissenschaft ist nachfragend. Spaziergangswissenschaft schürt Emotionen. Spaziergangswissenschaft ist entschleunigend. Spaziergangswissenschaft stellt Fragen, aber gibt keine Antworten. Aber versucht zu qualifizieren, Antworten zu geben. Und wie macht sie das? Spaziergangswissenschaft beschäftigt sich mit Gesellschaftskritik. Was war eigentlich damals? Was war heute? Und was von damals kann heute noch gesehen oder erlebt werden? Spaziergangswissenschaft beschäftigt sich mit Kommunikation. Ihr erinnert euch, ihr habt eben gerade gestanden, ihr habt euch angeschaut. Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist das Lächeln. Und Lächeln ist immer der Beginn von Konversation. Spaziergangswissenschaft beschäftigt sich mit Kunst und Kultur. Wer hätte gedacht, dass so eine verranzte Unterführung eine Galerie sein könnte? Und Spaziergangswissenschaften beschäftigt sich mit Urbanismuskritik. Ja, Urbanismuskritik! Urbanismuskritik erzeugt auch mal Groll. Ich will mal sagen, zwei Sachen möchte ich gerne rausgreifen. Das eine Thema ist Entschleunigung. So ein Modewort, so wie Nachhaltigkeit oder Governance. Ne? Wie ich vorhin sagte, Spazieren ist die zeitaufwendigste Form des Fortbewegens. Es braucht Entschleunigung und ist Bewusstseinserweiterung. Zweites und letztes, Urbanismuskritik. Und da auch wieder mit Fragen, ohne Antworten zu geben. Fußgängerzonen sind oft leer. Liegt das jetzt daran, dass da keiner mehr einkaufen will? Oder liegt es vielleicht daran, dass Fußgängerzonen auswechselbar sind, weil es gibt gar keine inhabergestützten Filialen mehr, sondern nur noch, ist egal, wo ich bin, in Leipzig, Berlin, egal, sieht überall gleich aus. Ja? Oder vielleicht, weil der Onlinehandel so groß geworden ist. Ich meine, und wenn ja, die Fußgängerzone schon leer ist, wieso ist da immer noch Licht an? Was nützt eigentlich die schönste Straßenbahn, wenn sie nachts nicht fährt? Was nützt ein Park ohne Ausruhmöglichkeiten? Ja? Wie interessant ist so ein Park, wenn nur immer der gleiche Baum, immer nur Rasen da ist? Wie ist es eigentlich mit der Sicherheit, ja, in einem Stadtpark? Oder wieso macht man in einem alten Speicher ein dreistöckiges Parkhaus und die Innenstadt ist immer noch voller Autos? Ist es wirklich so, dass man, wenn man die Innenstadt autofrei haben möchte, Parkhäuser in die Innenstadt setzen muss? Ist eigentlich eine Straßenbahnhaltestelle, aus der man aus dem hinteren Segment nicht, nicht mehr rauskommt im Rollstuhl, weil die Haltestelle zu kurz ist, wirklich den Städtebausonderpreis wert? Kommen eigentlich meine Ideen, meine Ängste, meine Befürchtungen überhaupt da an, wo sie hingehören? Hört mich überhaupt jemand? Ja. Ist der leerstehende Bahnhof wirklich ein geeigneter Ort als Eingangstor zu einer Stadt, zu einer Gemeinde? Ich selbst hatte das Glück, bei Lucius Borchardt zu lernen.
bevor er nach Weimar ging, um die Fakultät Gestalten zu gründen. Und Lucio sagte zu mir, Stefan, Stadtplanung, Spazieren ist nicht immer nur in Dur. Stadtplanung ist auch ganz viel in Moll. Thank you.